Servus und willkommen zurück zu die Silor 3. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind direkt dabei, hier unsere siegreichen Truppen zurück in die Halbstadt-Zivilisation, um zumindest zum nächsten Krieg zu transportieren. Dann brauchen wir von denen hier. Ja. Brauchen wir doch mal welche. Unsere siegreichen Truppen. Wurden zwar echt Truppen bestellt zu mir, aber das macht ja erstmal nichts. Also kannst du dann die Truppen aufnehmen. Dann bringen wir hier die Siedler rüber, die können dann hier aufräumen. Wir bräuchten jemanden, der hier dann bis zu anbringen. Oh, Alter. Die Fähre geht mir theoretisch mit Sack. Weil das voll ist, werden wir das nämlich mal umwandeln. Sammelt sich das Zeug, ne? Steine gehen nur langsam zur Neige. Langsam mal an Holzmangel kriegen. Haben sie schön. Wir sollten vielleicht einmal aufgreifen, die Holzfäller wieder arbeiten lassen. Damit dann mal wieder was passiert hier.
arbeitet, wer arbeitet, wer arbeitet. Ja, ja. Gut. Die. Sonst kriegen wir noch ja. So. Können wir die hier rüber? Alter. Das ist ein Albtraum. Der Ägypter hat seitdem nicht mehr unternommen, um uns anzugreifen. Hier unten stapelt sich schon das Gold. Wir haben keine Kohle mehr. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Schwer zu probieren, ja. Ich glaube, wir müssen das wieder aufheben, hier auf dem Leben. Ist wirklich bloß jeder das kriegt, was er eigentlich kriegen soll. So. So. Dann müssen wir mal weitermachen. Unser Herr wird dann bereit sein. Ist schon lange bereit, mal bei den Ägyptern mal zu lunzen und zu gucken, was da so abgeht. Aber erstmal tun wir die auch einnehmen. Wo sind wir hier? Immer noch 106. Ach, ich finde die jetzt sogar schon hier raus. Alles. Von denen hier hoch. Yippie! Ist halt eigentlich dort gucken. Warum? Zur Hölle? Guckt ihr nicht hier? Hier seid ihr kommen. Ups. Da-da. Thank you.
jetzt nämlich nochmal wieder Cola. So up here. Am Ende gibt es so eine versteckte Secret-Aufgabe. Jetzt haben wir hier den Piraten, die Piraten kaputt gemacht, weißt du? Und dafür ist die nächste Mission umso schwerer, weil der Pirat dann wieder nicht geplant und so ein Scheiß. Weinen wir auch nicht mehr hinterher. Kann ich die hinten eigentlich abweisen? Schulen dann. Vielleicht können wir hier über Lore hin platzieren. Aber als erstes werden wir mal hier oben reinrennen. Thank you.
einsammeln gehen. Man sieht auch uns die Überlegenheit, ne? Leute und holen hier das Zeug, das ist schon mal gut. Und auch ein Bogenschützen, jetzt geboren. Wenn wir die Produktion hier bilden. Was denn für den Bums? Erstmal hier reingerasselt, ne? Steine haben wir erstmal genug. Siehste, die sind fertig. Wir müssen gucken, wie er sich dann erholt hier. Der Kamerad. Wir müssen natürlich jedes Überbleibsel von dem vernichten hier. Jetzt heißt die Türme hier müssen alle weg. Wir müssen dann unsere Türme bestehen. So, naja. Haben wir uns erstmal ein bisschen Stein einverleibt hier.
Das ist jetzt eine kleine große Wacht drunter drin. Ah, da hat er noch genug Land hier hinten. Da hat er noch genug Land. Wir sollten eigentlich mal gucken wegen Rohstoffen, ne? Haben wir schon wieder völlig verpennt. Die sollten wir jetzt mal hier umwandeln. Die legen nämlich jetzt auch gleich los. So, jetzt will ich mal gucken. Ah, okay, immer noch nicht. Schade. Ja, hier ist nichts weiter los, schade. Jetzt setzen wir gleich hier hin, da kann er sich nämlich gleich den Turm holen. Wenn die fertig sind mit dem. Immer nicht fertig. Hier hätten wir noch stehen. Schade eigentlich. Sieht doch gut aus. Einzige, was nervig ist, ist halt die riesen Wüste hier. Bringt uns rein gar nicht. Da. Zuerst fertig haben ist, interessiert uns das sowieso nicht mehr. Wohnhaus. Und hier. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach durchrasieren. Ja, ich weiß, ich könnte ich alles. Ist mir schon bewusst. Mach ich aber nicht. Den Turm kriegen wir auf jeden Fall schon über Quatsch. Und dann die wahrscheinlich hoffentlich den Turm machen. Na, den fangen sie schon an, das ist schon mal gut. Das machen die aus hier unten mit. Okay, die gehen jetzt nicht hoch, alles klar. Ja, du wie du und Schubi da.
Schubidubidubidubida. Ich brat mir heute. Alter, was für Waffen hier rumliegen. Immer unseren Tunnel, ja, glaube ich. Weil wenn der reingekommen wäre, die hätten sie wahrscheinlich, weil sie so neu gemacht, ne? Außenrum. Ja, die Truppenverstärkung kommt hier unten auch bald an. Also dahingehend mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Sehr schön. Man kann aber trotzdem nicht drin bauen, wegen den Kapitänen wahrscheinlich. Oder weil hier noch eine, hier hinten herum noch Dings ist, keine Ahnung. Ich denke mal, in der nächsten Runde werden wir den Ägypter dann zielstrebig plätten. Das dauert ja auch schon lange hier, oder? Aber ich mag das so. Also mit einem gezielten Stich hier rein, legen wir das hier alles lahm. Philipp lahm. Hat er überhaupt noch genug Soldaten, um uns überhaupt Widerstand zu leisten? So. Du Glück nie übertrieben. Ah, die sind wir in die Höhe gegangen. Gut, das ist wahrscheinlich also dem Mangel an Kohle zu verdanken, der hier vorherrscht. Ja, fehlt an Brot. Da ist ja gar nicht Brot. Mehl haben wir genug. Werden wir vielleicht mal ein bisschen dahingehend weiter basteln müssen. Ne?
unbedingt ein bisschen mehr bauen. Schlachterei braucht mehr. Sehe, wir müssen noch Schweinefarm bauen. Junge, Junge, Junge. Ein Haufen Sperma hat er auf jeden Fall. Meine ressourcentechnisch haben wir Edelsteine. Die hier haben wir auch welche. Wenn du mal überlegst. Mal gucken, wie der sich hier schlägt, gell? Haben wir so lange nicht geguckt. Schon ein bisschen geholfen, ne? Unser kleiner Anstoß. Dann würde ich sagen, damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ah, guck mal. Da ist schon ein Turm einverleibt hat. Ich. Oh, Verteil. Ich würde sagen, wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Produzieren neue Soldaten. Twinks bauen sie auch. Das kann ja auch noch interessant werden. Kann's nicht. Ja, damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ich sag ciao mit V. Tschüss.